Das Ganze ist eingebunden in ein größeres Projekt, das nennt sich Cultural Planning. Ich habe letztes Jahr angefangen, Spaziergänge zu organisieren, um herauszufinden, was die Leute in Garden mögen und nicht mögen. Deswegen sind wir auch heute hier mit Björn Höxter, den hatte ich eingeladen. Dass man Poetry Slam wirklich wichtig ist, im Kopf zu haben, es gibt nichts, worüber wir nicht schreiben können. Wir können aus jedem Thema einen interessanten Text machen, wenn wir eine besondere und originelle Perspektive darauf finden. Und es gibt auch keinen Stil, den wir nicht nutzen dürfen. Hauptsache ist es von euch selber und Hauptsache ihr seid nicht länger als 6 Minuten auf der Bühne. Das sind die einzigen Sachen, die wir eigentlich einhalten müssen. Ansonsten ist es trotzdem so, dass man im Poetry Slam wie im Grunde nirgends mit Ismen arbeiten sollte. Wer beim Poetry Slam wirklich rassistisch, sexistisch, homophob oder sowas ist, der wird relativ schnell merken, dass ein Slam-Publikum das nicht annimmt. Die werden euch von der Bühne runterbuhlen, weil solche Themen eben einfach verletzend sind. Und wir können wirklich über ganz, ganz viele Dinge sprechen. Aber wirklich einfach nur diskriminierend zu sein, ist etwas, was im Poetry Slam nicht funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass einer von euch sowas machen würde. Ihr wirkt nicht so. Garden. Jo. Du hast Fragen über Garden, dann werde ich dir meine Meinung sagen. Du siehst Junkies, du siehst Monkeys und Funkies. Ich sehe Menschen, die jeden Tag um ihr Leben kämpfen. Jo. Ich gehe durch Garden und möchte dir was zeigen. Hier, wo sich die Meinungen scheiden. 1000 Euro sind hier für die meisten Leute sowas wie der Heilige Gral. Doch das ist hier normal. Hier gibt es alles. Menschen, jedes Land. Du findest hier geplatzte Träume. Hier gibt es wirklich alles. Sogar Bäume. Du siehst Menschen mit Migrationshintergrund. Du denkst, sie setzen es um in Schwarz, ich sehe hier nur bunt. Überall sind Tauben, die dir den Platz rauben. Und überall sind Dille, ja, man kann es kaum glauben. Yo, hier findest du alles, yo. Und fremde Leute, ja, manche sagen, sie sind Gangster. Du siehst hier nur Penner, du elender Wanker. Aber es sind Menschen mit Existenzängsten, die Tag für Tag um ein hartes Leben kämpfen. Radikalismus, egal ob links oder rechts, ist der Grund, warum hier vieles in der Scheiße steckt. Viele fragen mich, warum findest du es bunt? Street Art ist der Grund, das, was Grenzen sprengt und Nazis wegbumst. An den Raucherecken siehst du Zigaretten in Rot und an den Straßen siehst du Bäume in Hellgrün. Yo, das nenne ich Vielfalt. Du nennst das Asphalt. Ich finde das mies geil und du siehst einen Deal und holst deinen Anwalt. Das hier ist kein Freestyle, doch jetzt kommt die Message, Dicker. Menschen, die ihre Situation nicht meistern und Spielhöllen, die dich um dein Geld erleichtern. Ja, irgendwo hast du recht. Das ist sicher. Garden ist gefährlich. Hier gibt es alles. Junkies, Stricher, Zinker, Ticker. Doch irgendwie ist das gut so. Und abschließend kann man sagen, dass Garden schön ist, traurig, drauf, high und fröhlich. Was ist deine Meinung? Erzähl sie mir. Ich höre zu, denn ich bin nicht so beschränkt wie du. Dönerbuden und Sultanmarkt dürfen nicht fehlen. Ich hoffe, wir konnten euch viel über Garden erzählen, yo. Wo wohnst du jetzt eigentlich? Fragst du mich und an deinem Blick sehe ich, dass ich besser nicht das sagen sollte, was mir durch den Kopf geht. Doch es ist zu spät. Es liegt mir auf der Zunge. Viel zu schnell purzeln die Buchstaben aus meinem Mund und bilden das Wort, wovor ich Angst habe, es auszusprechen. Garden. Dein verachtendes Augenbrauen hochziehen sagt alles. Augenblicklich zieht sich alles in mir zusammen und ich wünsche, ich könnte meine Wörter zurücknehmen. Aber ich kann es nicht. Warum? Ja, warum eigentlich? Was soll ich denn sagen? Dass ich hier die einzig bezahlbare Wohnung gefunden habe? Und dass ich froh bin, nach 2 Jahren überhaupt eine gefunden zu haben? Oder dass ich nicht genug Geld habe, um wie du mit meiner Familie in einer Luxusvilla in Düsternbrook einzuziehen? Ja, ist es das, was du hören willst? Dass mein Luxus nun mal darin besteht, immerhin ein Dach über dem Kopf und fließendes Wasser zu haben? Im Gegensatz zu deinem Bild von Luxus. 3 Whirlpools, eigene Schwimmhalle im Keller, in jedem Zimmer Fernseher und Snackbar und eigenes Spielzimmer und, und. Und warum überhaupt muss ich mich rechtfertigen? Ja, wohne ich. Na und? Na, du musst es ja wissen, aber ich könnte hier nicht wohnen. Ja, dass du das nicht kannst, habe ich mir schon gedacht. Für dich wäre es hier zu bunt, zu hell, zu grell und gleichzeitig zu grau, zu dunkel, zu düster, zu finster und traurig. Zu viel Kultur, zu viele Menschen, die in deinen Augen nicht hierher gehören. Sollen sie doch dorthin gehen, wo sie herkommen. Das hast du gesagt. Zu denen, dessen Hautfarbe dir einfach nicht passt. Ist dir klar, dass es Menschen sind, die du da hast? Jetzt reagier doch nicht gleich über. Du weißt genau, dass es so ist. Ich reagiere über? Ich bin sprachlos. Woher nimmst du dir dieses Recht, so über Garden zu reden, obwohl du rein gar nichts weißt? Wenigstens sehe ich es und ignoriere es nicht. Denn mit deinem Schweigen tolerierst du das Leiden. Chill doch mal. Und überhaupt, Garden ist doch, ja, Garden ist was? Laut, schmutzig, voller Tauben, Kot, Ratten und Müll. An jeder Ecke wird gedealt, gekokst und gesprayt. Ja, vielleicht.
Aber das ist deine Sicht. Das ist das, was du in Garden siehst, nicht ich. Natürlich siehst du nur das Schlechte. Natürlich regst du dich auf. Natürlich siehst du nicht die schönen. Natürlich siehst du die schönen Sachen nicht. Natürlich siehst du nicht das Garden, was ich sehe. Du siehst nicht die Menschen, die täglich um ihre Existenz bangen. Du siehst nicht die Menschen, die täglich für ihre Rechte kämpfen. Du siehst nicht die Menschen, die ich sehe. Und hast du dich jemals gefragt, wieso, weshalb und warum? Vielleicht sollten wir uns eher fragen, warum so viel Blaulicht auf den Straßen zu sehen ist, statt uns darüber aufzuregen. Vielleicht sollten wir uns eher fragen, wie wir suchtkranken Menschen helfen können, statt über sie zu urteilen. Vielleicht sollten wir uns fragen, warum es immer noch wohnungslose Menschen gibt, statt sie auch ihrer letzten Sachen zu berauben. Vielleicht sollten wir einfach mal hinsehen und verstehen. Wenn mich jemand fragen würde, was Garden ist, würde ich einen wunderschönen und multikulturellen Ort beschreiben. Jeder Ort hat Ecken und Kanten wie ein Diamant, doch manchmal sind es genau diese, die ihn schön machen. Ich persönlich kenne nicht viele Orte, an denen mich nicht alle doof finden, weil ich Kommunist oder bisexuell bin. Hier kann man zeigen, wer man ist, ohne sich zu schämen oder ausgelacht zu werden. Natürlich sieht man als erstes nur Dreck und Graffitis. Doch je weiter man geht, desto schöner wird es. Hätte ich die Chance, etwas an Garden zu ändern, würde ich nichts tun. Im Garden der Zukunft. Im Garden der Zukunft gibt es keinen Müll auf den Straßen. An jeder Ecke steht ein Mülleimer. Und dieser Müll wird wie bei nestbauenden Vögeln von fliegenden Ratten überall aufgesammelt und weiter weg auf eine Müllheide gebracht, wo nicht fliegende Ratten Skulpturen daraus bauen. Willkommen bei der Rattenausstellung. Im Garten der Zukunft ist alles gratis, Geld wird nicht mehr gebraucht. Hier im Garten wird nur in den Wohnungen geraucht. Gibt es einen Graffiti-Skateplatz für alle kleineren Bewohner? Ist niemand mehr arbeitslos, weil viele neue Geschäfte und Ausbildungsstellen entstehen? Fahren weder Busse noch Autos. Alle Menschen fahren in Kutschen, die von Ratten gezogen werden. Sind Ratten für außerirdische Delikatessen, werden hier gefangen und auf dem Mars gegessen. Im Garten der Zukunft wird der Stadtteil Little Orient heißen, wo man alles kaufen kann, was der Orient zu bieten hat. Sind in alle Poller automatische Übersetzer eingebaut, damit sich die Menschen aller Sprachen verstehen können? Werden die Häuser bunt angemalt? Auf der linken Seite kämpft Mickey Mouse gegen die Panzerknacker. Von rechts erhasche ich einen Blick auf das Universum. Saturn, Pluto, Venus, Mars, Sonne, Mond, Erde und Sterne reihen sich nebeneinander auf und sofort fühle ich mich schwerelos. Wenn ich auf den Boden gucke, finde ich mich in einer riesigen Unterwasserwelt wieder. Noch ein paar Schritte und ich laufe mitten in das Maul eines riesigen Hais. Im Garten der Zukunft gibt es ein Abwehrsystem, das alle Bomben, die auf Garten geworfen werden, in Konfetti verwandelt. Gibt es einen Taubenpark mit Taubenhäusern und einen Futterservice? Wird allen Süchtigen geholfen, clean zu werden oder mit ihrer Sucht gut leben zu können? Gibt es ein buntes Schloss, in dem es den ganzen Tag lang warmes Essen gibt und Schlafplätze für Wohnungslose, wohin sie auch ihre Tiere mitnehmen können? Im Garten der Zukunft gibt es alkoholfreien Alkohol, der trotzdem alle zufrieden macht, und Zigaretten, die gesund sind. Beides wird umsonst verteilt. Wird aus den Gehirnen aller Menschen, die im Garten leben oder arbeiten, ein künstliches Wesen erschaffen, das BürgermeisterInnen wird und alle Wünsche, Hoffnungen und Ideen umsetzt? Wird auf dem Gebiet Gardens Öl gefunden, das alle im Garten wohlhabend und zufrieden macht? Riecht jeder seinen Lieblingsduft, falls jemand in der Nähe raucht? In Garten der Zukunft werden angreifende Soldaten mit dem Welpenstrahl in Welpen verwandelt oder in Marionetten, die vom künstlich erschaffenen Bürgermeister kontrolliert werden. Im Garten der Zukunft gibt es einen Streamingdienst für schöne Träume. Jede und jeder kann vor dem Einschlafen seinen Wunschtraum abrufen. Im Garten der Zukunft saugt den Dreck auf dem Boden ein Roboter fort. Jetzt ist Garten ein perfekter Ort. Im Garten der Zukunft.